Hallo zusammen, hier ist wieder euer Land. Heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Wir wollen uns nämlich mal angucken, wo wir den neuen Erbstückring aus dem Pre-Patch zu The Bow of Inn erhalten und das ist einmal Band der strahlenden Echos. Dieses kriegen wir, indem wir ein paar Sachen zusammensetzen, die ich schon besorgt habe. Wir brauchen einmal lebloser Steinring, dann brauchen wir 20 Erinnerungen an Kalidor, 20 Erinnerungen an Nordend und 20 Erinnerungen an die östlichen Königreiche. Und die können wir jetzt in der zweiten Woche vom Pre-Patch erhalten, denn das Event Strahlende Echos hat gestartet und es startet genau in drei Gebieten, und zwar einmal in die Düstermarschen, einmal hier oben in Nordend in den Drachenöden und einmal hier in der sengenden Schlucht auf den östlichen Königreichen. Und naja, die 20 bekommen wir jeweils aus den jeweiligen Zonen. Es läuft so ab, dass in der ersten Woche jetzt von diesem Event, das jede 1,5 Stunden, in der zweiten Woche, also nächste Woche, dann alle Stunde und in der letzten Woche, kurz vorm Release des Addons, quasi jede 1/2 Stunde ein Event spawnt. Wenn das Event spawnt, ihr seht das hier auch immer mit dem Timer, wann es quasi ins nächste Gebiet weiter switcht, ist es so, dass ihr am Anfang ein paar, ja, so Böchen auf der Map habt. Das sind so wie Art World Quest, wo ihr einen Balken füllen müsst oder einen Boss töten müsst mit den kompletten Leuten aus der Gruppe. Und wenn ihr eins von denen absolviert, dann bekommt ihr oder habt ihr eine Chance auf eine so eine Erinnerung. Und wenn ihr am Ende den Boss tötet, kriegt ihr immer 5. Heißt, wenn ihr 4-mal das Event gemacht habt, dann habt ihr quasi 20 von denen safe zusammen. Die Dinger sind Kriegsmeuten gebunden, also heißt es, ihr könnt auch mit verschiedenen Chars das machen, das einfach zusammenschicken. Und ja, im Endeffekt, wenn ihr jedes Event 4-mal gespielt habt, habt ihr euren Ring eigentlich zusammen. Das letzte Item, was wir hier noch haben, lebloser Steinring, den bekommt ihr von verschiedenen Händlern, und zwar einfach für 25 Erinnerungsreste, und das ist einfach die Währung, die ihr hier in der kompletten Zone erhaltet, also von allen möglichen Mobs, und wenn ihr den Endboss umhaut, kriegt ihr 500, beziehungsweise für die Weekly Quest, die ihr auch pro Zone einmal annehmen könnt, kriegt ihr 1500, also die 25 sind gar kein Stress. Wenn ihr euch jetzt fragt, welches Event ist ab und wo muss ich hin, geht am besten einmal ins Legion Dalaran. Und zwar hier in die Mitte, in die Kammer des Wächters, da gibt es ein Portal nach unten oder oben, keine Ahnung, wo das dann genau hinführt, auf jeden Fall in diesen Turm. Und dann habt ihr hier diese Portale und da seht ihr immer, welches gerade aktiv ist und wie lange es dauert, bis das nächste ist. Und quasi, wenn das mittlere aktiv ist und das switcht, dann müsst ihr schauen, dass ihr, sobald es switcht, am besten hier in das nächste reingeht, denn dann beginnt das Event. Und wenn das hier quasi vom Timer runterläuft, dann beginnt das andere wieder. Dann geht es hier wieder von vorne los, es läuft quasi immer so durch, ne? Also es ist immer eine feste Reihenfolge. Ihr seht natürlich auf der Map, wie lange es noch dauert. Und ja, wenn ihr die Events dann alle 4-mal gemacht habt oder in der Zone ein paar Random Drops noch bekommen habt, dann ja, könnt ihr die Dinge einmal zusammenbasteln. Wie gesagt, es gibt den lebloser Steinring von verschiedenen Händlern, auch hier in Dalaran hat der Händler quasi den Ring mit dabei. Und in den Zonen hinter den Portalen sind auch ebenfalls Händler, die den Ring direkt für die gleiche Anzahl an Währung verkaufen. Gut, jetzt können wir die Dinger, wenn wir 20 haben, nämlich einmal einsetzen. Und dann wandeln sich die um in eine Essenz von Kalindor. Dann müsste hier wahrscheinlich eine Essenz von Nordend rauskommen. Genau, und dann haben wir wahrscheinlich hier noch die Essenz an die östlichen Königreiche, und sobald ihr die drei Essenzen habt, könnt ihr den Ring einmal einsetzen und tada, dann haben wir hier einmal unseren Erbstückring und der müsste jetzt hier auch irgendwo mit dabei sein. Ihr seht, hier ist er neu drin. Den müssen wir jetzt tatsächlich sogar noch aufwerten und ja, dann ist das Ding auf jeden Fall schon mal kompletto. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, was es noch an weitere Belohnungen gibt, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, einen kleinen Mount Guide, wo ich aber nicht nur die Mounts gezeigt habe, sondern auch noch ein bisschen die Pets und was es da sonst noch Nettes gibt. Da könnt ihr gerne reinschauen, falls euch das interessiert. Und ja, sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.